Hi guys, what's going on? I'm Zeddy here. And the first glitch I found at iCrazyHazard's channel. The link is in the description, you know what I mean? Please check this out. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar mit diesem Video möchte ich euch mal so alle Lowrider-Glitches zeigen, die ich jetzt bisher so kenne und die es im Moment gerade auf dem Markt gibt. Und da lasse ich mich natürlich nicht linken, euch die auch zu zeigen, ne? Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten an, also wie ihr in der Garage die Hydraulik verwendet. Dazu steigt ihr jetzt erstmal in das Fahrzeug ein, so, damit es aktiv ist. Und ihr braucht natürlich jemanden, der in der Garage, ja, steht, läuft, guckt, Fernseher schaut, irgendwas, damit der Motor von dem Auto auch wirklich anbleibt. Weil wenn ihr es alleine macht, dann geht der Motor aus, wenn ihr den nachher die Garage verlässt, und deswegen muss einer dabei sein. Und ich habe mir natürlich dieses wunderschöne Playmate rausgesucht. Oh, schee. Auf jeden Fall, falls es nicht klappt, dass ihr euer persönliches Fahrzeug steuern könnt, weil da dran steht irgendwie, du bist zu weit weg von dem Fahrzeug oder bla bla bla, laber mich hier nicht voll. Dann liegt es daran, weil ihr vielleicht mit einem anderen Auto davor gefahren seid, das draußen noch auf der Straße steht. Und dann müsst ihr einfach nur mit dem Lowrider, mit dem ihr das machen wollt, kurz einsteigen, aus der Garage rausfahren und wieder reinfahren. Und dann habt ihr es aktiv, so wie ich. Und dann müsst ihr einfach nur einen Motor einschalten, damit es hier so schön qualmt. So, seht ihr da hinten. Und wenn ihr es alleine macht, dann geht der Motor aus und es bringt gar nichts. Deshalb muss jemand in der Garage stehen und darauf aufpassen, dass der Motor läuft. So, dann geht ihr am besten kurz aus der Garage raus. So, und dann geht es wieder rein. Und dann seht ihr da hinten, müsste der Motor eigentlich noch laufen. Ja, weil da kommt noch ein bisschen Qualm aus dem Auspuff raus. Das ist nämlich sehr schön. Dann geht es nämlich in das Auto rein. Und dann könnt ihr, wenn ihr X drückt, seht ihr schon, wie die Hydraulik funktioniert. Und dann könnt ihr in der Garage die Hydraulik verwenden. Also richtig geil. Also ich feiere den Glitch. So, mit dem nächsten Glitch seid ihr auf jeden Fall der Boss auf jedem Tuning-Treff. Das hat sogar Rockstar bestätigt. Hä? Auf jeden Fall, was ihr dazu machen müsst, ihr müsst natürlich in das Auto einsteigen, mit dem ihr das machen wollt. Fährt da einfach ganz kurz aus der Garage raus, so wie ich das jetzt gerade mache. So, fährt mal kurz ein bisschen vor, ein bisschen zurück, dass ihr wieder in die Garage fahren könnt. Ob ihr jetzt vorwärts oder rückwärts reinfährt, das spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr verlasst kurz die Garage und fährt wieder rein, damit das Auto aktiv ist. Und dann geht ihr auf das Interaktionsmenü. Geht es dann auf Fahrzeug fernsteuern, auf Fahrzeugtüren, Kofferraum auf, Motorhaube auf, fährt aus der Garage raus und der Wahnsinn! Kofferraum weg, Motorhaube weg, ohne einen Kratzer zu haben. Also ich finde es richtig geil, weil es sieht richtig schick aus, wenn man hinten die Hydraulikpumpen sieht, also der Wahnsinn, muss ich echt sagen. Richtig geiler Glitch. Und dann kommen wir gleich schon mal zum nächsten Glitch, den ich jetzt besonders... Ich fange gleich mal an. Ja, macht die Hydraulik, so wie ihr es halt haben wollt. Ja, ich mache das einfach mal hinten hoch. Danach müsst ihr euch selber umbringen. Und wenn ihr dann wieder gespawnt seid, geht ihr zurück zum Auto. Und so wie ihr dann vorhat, die Hydraulik eingestellt habt, wenn ihr euch dann selber umbringt, dann bleibt es quasi gefroren. So wie ihr das jetzt hier seht. Also ich finde es nicht so überragend, der Glitch, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, der Vollständigkeit halber. Und also viele feiern den, ich muss sagen, naja, ich finde den jetzt nicht so berauschend, weil, ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Glitch, und zwar zum letzten Glitch am heutigen Tag. Und zwar dazu braucht ihr den Moonbean. So, dann müsst ihr auf jeden Fall mal die Türen öffnen, zumindest mal den Kofferraum. Und dann müsst ihr euch einfach nur an das Auto anlehnen, so nicht wie ich jetzt gerade. Dann müsst ihr das ein paar Mal probieren und dann, ja, glitscht der so ein bisschen weg. So, jetzt hat's geklappt. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand die ersten zwei Glitches richtig geil. Die nächsten zwei Glitches, die habe ich einfach nur gezeigt, damit ich sie gezeigt habe. Damit ihr ja Bescheid wisst, was für Glitches es gibt. Es gibt auch so ein Fenster-Glitch. Was mache ich denn da mit meinem Fuß? Wie sieht das denn aus? Egal, scheiß drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit den vier Glitches. Dann wisst ihr Bescheid, was es so alles gibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut's rein, macht's gut und viel Spaß.